Keep still. So, willkommen zu Resident Evil 7, der Demo. Bin sehr gespannt. Hier sehen wir einen schönen Ladebildschirm, der hoffentlich gleich vorbei ist. Resident Evil 7, Teaser. Entkommen Sie aus dem Haus. Okay, in diesem Haus möchte ich auch nicht sein. Da würde ich auch am liebsten entkommen. Was haben wir hier? Ich werde sie an an den Steinen zerschmettern. Ich hoffe, der meint nicht uns. Nur leider hilft uns diese Notiz auch nicht weiter. Das ist wahrscheinlich die Familie des Hauses. Glaube ich, würde ich sagen. Hallo? Hallo? Ich komme in Frieden. Kann ich hier was aufmachen? Nein. Ein Videorekorder. So ein Ding habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Unglaublich. Sie haben keine Videokassette. Ja, dann macht das Ding doch wieder auf. Er ist nicht in der Lage, den Deckel wieder zu heben. Oh Gott. Das geht gut los. Was haben wir hier? Danger. Fusebox. Sicherungskasten. Es fehlt eine Sicherung. Ja, offensichtlich. Hallo? Bedrohliche Musik setzt ein. Hallo? Hallo? Ich sehe den Ausgang. Ich wage mich langsam vor. Hallo, ist da jemand? Der typische Fehler in jedem Horrorfilm. Hallo, ist da jemand? Ja, hier ist der Mörder. Klar, wer sonst? Jetzt würde der Mörder antworten. Sieht aus, als könnte man das entfernen. Mach doch mal eine Schublade auf! Ich renne mal zum Eingang. Oh, jetzt habe ich schon vom eigenen Schatten erschreckt. Okay, die Tür ist nicht zugänglich. Gut. Hallo? Das sieht aus wie die Küche. Lecker, lecker. Oh, köstlich, köstlich. So in etwa sieht meine Küche auch aus. ja. Sowas habe ich nicht in der Küche. Ja, das kommt auch hin wie mein Kühlschrank so in etwa. Ja, ja, kommt hin. Entkommen Sie aus dem Haus. Kletter aus dieses scheiß Fenster. Kletter raus da, Mann. Warum geht das nicht? Gut, also hier bin ich rausgekommen. Wo geht's denn hier noch hin?
Klopf, klopf. Hallo? Nee, von hier bin ich gekommen. Okay, gut. Ich gehe mal hier lang. Wieso atmet der Typ so schwer? Also atmosphärisch ist das Spiel der Hammer. Gefällt mir soweit sehr gut. Okay, das sieht aus wie das Badezimmer. Pistolen, Munition. Kein Wasser im Tank. Okay, also wie das hier aussieht, würde ich sagen, in diesem Haus wohnt ein Arzt. Ein Chirurg, würde ich sagen. Und dieser Arzt, der hier wohnt, der fährt gerne Fahrrad. Besonders ordentlich ist dieser Arzt aber nicht. Er konnte ruhig mal sauber machen. Verzeihung, Verzeihung. Dieses Räuspern. Leeres Notizbuch. Yeah. Okay, Inventar war Y, ne? Pistolen, Munition, Munition für die Standardpistolen. Ein altes Notizbuch, in dem nichts geschrieben steht. Ist das vielleicht so eine Art zum Speichern gedacht? Ich weiß es nicht. Ey, auf dem Ey. Objekt untersuchen. Drehen. Auf der Rückseite ist ein Helmsymbol eingraviert. Nein. Was haben wir denn hier noch zur Auswahl? Objekt kombinieren. Objekt benutzen. Und wegwerfen. Okay, ich dachte, das ist vielleicht so eine Art Ersatz für die alten Farbbänder damals. Hätte sein können. Ah, die ist bestimmt zu. Ja. Ich glaube nicht, dass sie da runter möchte. Es ist wirklich sehr unheimlich hier, muss ich sagen. Ich schaue mich erstmal unten um, danach gehe ich mal nach oben. Ich habe da vorhin schon das Licht blinken sehen. Da, ne? Da siehst du ja, ne? Da siehst du, ne? Aber gucken wir uns später an. Blechdosen. Den Fallout hätte ich jetzt mitgenommen. Wäre Aluminium gewesen. Okay, hier geht auch. Okay, da brauche ich einen Schlüssel für. Also, ich bin mir nicht sicher, ob diese Kette im Schrank sinnvoll ist, weil der Schrank sieht so aus, dass würde er gleich sowieso auseinanderfallen. Tritt doch mal gegen die Tür, die fällt doch gleich raus, denn. Ah. Halt. Okay. War das eine Kuh oder was soll das gewesen sein? Oh, guck mal hier, ein Bolzenschneider. Oh, Mensch! Entschuldigung. Geht die Tür auf? Sie brauchen einen Schlüssel, um zu entkommen. Ich weiß nicht, warum er diese Tür nicht einfach mal eintritt. Die sieht doch nicht so stabil aus. Stattdessen muss ich einen Schlüssel suchen. Wo ist da die Logik?
Ja, ich weiß, sonst wäre das Spiel gleich vorbei. Genau. Okay, also mit dem Bolzenschneider, den können wir bestimmt hier benutzen. Genau. Benutze ihn. Ah, wer hätte das gedacht? Hier wurde eine Videokassette eingeschlossen. Natürlich. Natürlich. Gehen die Hängeschränke hier auf? Nein. Also optisch ist das Spiel schon ganz schön geil, muss ich sagen. Also gefällt mir gut. Ich habe hier und da gelesen, dass manchen Leuten die Grafik nicht gefällt, aber ich finde die gut. Hilfe! Ich hoffe, der ist nicht hier drin. Okay. Ich hoffe, da ist ein Porno drauf. Diesen Typen her. Mach mal halblang, Pete. Hey, ich arbeite nur mit Profis. Apropos, pass auf, dass der Ton in Ordnung ist. Nicht wieder so wie in Amarillo. Das ist 2 Jahre her, verdammt. Keine Nachvertonung. Der neue Typ? Ich sehe es nicht. Schon wieder? Sei nur nicht überrascht, wenn wir auswechseln müssen. Neuer Plan. Wir machen zuerst einen Rundgang im Inneren, danach filmen wir das Intro. Genau wie immer also. Nur sag diesmal den Namen der Sendung, okay? Kein Problem. Heute bei Sewer Gators. Ein weiteres wertloses Drecksloch. Zufrieden? Verzückt. Wer geht denn mitten in der Nacht in so ein Haus? Wer macht sowas? Laufen wir? Okay, los geht's. Mach mal Platz da. Verschlossen. Genauso wollte ich von entkommen. Nach dir? Nach mir, du spinnst wohl, oder was? Warum sind wir diesmal in der Hölle? Probst du auch mal? Was proben? Mieses Haus, gruselige Geräusche. Spukt es hier? Leck mich. Ich war Chefmoderator. Vertretung, Pete, nicht Chefmoderator. Was sagst du? Nichts. Worum geht's hier, Andre? Verlassenes Farmhaus, vermisste Familie, Verbrechen vermutet. Das Übliche. Wie lange soll der Ort hier schon verlassen sein? 3 Jahre. Herr Clancy, mach davon eine Einstellung. Gibt einen tollen Zwischenschnitt. Also, ein Hinterwäldler und seine Familie werden vermisst. Nicht Hinterwäldler, die Bakers. Jack und Marguerite Baker. Und sie waren still, nicht rückständig. Viele schlimme Gerüchte über den Sohn Lucas. Offenbar ein schwarzes Schaf. Ach, Mist! Warum habe ich nur meine guten Schuhe angezogen? Oh, Scheiße. Gut, dass ich geimpft bin. Obwohl... Das wäre ein toller Hintergrund. Andre, was meinst du? Hm? Andre? Ach, ich heiße Andre. Ja, Andre! Nee, doch nicht. Andre! Clancy, weißt du, wo Andre hin ist? Wo ist er?
Echt unglaublich! Das letzte Mal, dass ich mit dem Typ arbeite. Ich meine, Produzenten kommen und gehen, aber ein Kameramann wie du, Clancy, du bleibst bei mir. Kein bisschen unheimlich, kein bisschen. Nö. Was war das denn? Du wolltest nicht das wissen. Hast du es gehört? Nee, ich bin taub. Was stellt der für dumme Fragen? Geh rein, ich gebe dir Rückendeckung. Andre! Ich gebe dir Rückendeckung, ich bin direkt hinter dir. Zum Teufel ist der. Geh rein. Ich bin direkt hinter dir. Andre, wo bist du, Mann? Ey, ich bin hinter dir. Ich bin ja gar nicht Android. Verdammt. Okay, dass ich jetzt niemanden mehr höre, ist natürlich etwas beunruhigend. Na, mal gucken, wo die beiden sind. Wo mir gerade scheißegal sind. Ich will hier weg. Wo seid ihr, Pappnasen? Was zur Hölle? Ja, keine Ahnung. Was zur Hölle? Soll das ein verdammter Witz sein? Okay, neuer Plan. Gang. Wir finden André und gehen. Ich meine, scheiß auf die Sendung. Können wir auch einfach ohne André gehen? Scheiß auf André und scheiß auf die Sendung? Oh, verdammt. Zuerst. Geh du doch zuerst. Einstellung, wie ich die Leiter runterkomme. Halt die Klappe. Also, du zuerst. Was siehst du? Was ist? Niemand will hier sein. Nee. Oh oh. Der steht da so seelenruhig im Dunkeln. Komm runter! Komm schon! Ich habe André gefunden. Ich würde sagen, er ist tot oder sowas. Der steht hier im Dunkeln ganz alleine. Er kann doch nicht normal sein. Ah ja, ja, ja. Wer hätte das gedacht? Oh oh. Scheiße, scheiße, wer ist das? Wer ist das? Das, hä? Das lag vorhin aber hier noch nicht. Right, das Form muss übersehen. Okay, verdammt. Dieser verdammte Zettel lag vorne auf dem Tisch. Wieso liegt denn der jetzt da hinten? Hier wieder Besteck des Chirurgen. Der lässt das hier überall rumliegen, der Arzt. Okay, ist der Geheimgang denn jetzt auch noch hier? Ja, Tatsache. Okay, ich gehe mal hinterher. Ich halte es grundsätzlich für eine scheiß Idee, hier zu sein, aber naja, okay, okay. Oh. Sollte ich jetzt gleich abhauen oder sollte ich vielleicht nochmal kurz über die Leiter fehlt? Wo ist denn die Leiter hin? Verdammt. Ich wollte gerade runtergehen, aber ohne Leiter, naja, ein bisschen schlecht, okay. Ich gehe mal nach oben. Nee, ich gehe erst zur Hintertür. Ich will hier abhauen.
Dann gehe ich erst nach oben. Warum soll ich nach oben gehen? Warum soll ich mich da umgucken? Alte Schwede. Oh, hab ich eine scheiß Gänsehaut gerade. Oh, mir läuft's eiskalt den Rücken runter, ey. Und die Beine auch. Alter, ey. Ich weiß, es ist nur ein Spiel, aber trotzdem. Ein Film ist ja auch nur ein Film. Man gruselt sich manchmal auch. Ich hau hier sowas von ab. Ist mir scheißegal, was da oben ist. Boah, alter Schild, Entschuldigung. Okay, also der Gruselfaktor ist ganz schön hoch. Für mich. Ich kann nur für mich sprechen. Nur für mich. Da ist die rettende Tür. Hoffe ich zumindest. Man weiß ja nie so genau. In jede Ecke kann der Tod lauern. Schließlich ist das Resident Evil. Hallo, tot? Nee, gut, hier ist er nicht. Ich bin hier sowas von weg. Nein, Quatsch, hör doch auch damit. Raus, komm schon. Was? Willkommen in der We gotta get the hell out of here. Come on. Ach, die Scheiße. Schlechtes Ende. Willkommen in der Familie. 24. Januar 2017. Jetzt kaufen. Ich kaufe das bestimmt. Garantiert. Irgendwie habe ich auch noch gelesen, es gibt hier in der Demo verschiedene Enden. Ja, deshalb steht da ja auch schlechtes Ende. Logisch, ne? Aber ich habe es trotzdem gelesen. Das heißt, ich müsste jetzt im Hals spielen, um versuchen, ein anderes Ende herauszubekommen. Okay, das werde ich bestimmt nochmal tun. Okay, mir gefällt das Spiel sehr gut, muss ich sagen. Ach, ich bin ganz verschwitzt. Na gut. Denn neuer Versuch demnächst.